Hallo und willkommen zurück zu Might and Magic, Clouds of Xeen und Dark Side of Xeen, zusammen die World of Xeen. Wir befinden uns weiter in der Dark Side of Xeen. Wir sind zuletzt ziemlich gut durch die Wüste gekommen und haben auch ein ganzes Stück, so rum, den Norden erkundet, hier mit diesem Eisgebiet. Und wir werden jetzt erstmal wieder in die Wüste laufen und wieder hin nach Sandstadt, um dort zu trainieren. Wir hatten beim letzten Mal ordentlich Erfahrung bekommen, ordentlich Gegenstände bekommen, Obsidian-Sachen von diesen Steinen in der Wüste. Und da müssen wir auch noch einen dieser Steine einsammeln. Also werden wir da jetzt erstmal hinlatschen. Mhm. Vielleicht haben wir sogar schon die Statuen zusammen, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ihr seid wahrlich große Abenteurer, doch ich brauche alle drei Statuetten, bevor ich meinen Altar mit magischer Aura wiedergeben kann. Ja, ja, okay. Also zwei haben wir dann wohl nur. So, und hier haben wir ja dieses Lava-Gedöns erstmal. Und ja, dann werden wir jetzt hier die Wüste noch ein bisschen weiter erkunden. Und ich schätze, wir werden hier auch den einen Stein dann wieder finden, wenn wir hier uns an der Grenze aufhalten. Der eine Stein hat noch was für uns. Ich laufe da jetzt noch mal gerade rüber. Ich laufe einmal hier ganz unten entlang, um zu sehen, ob hier schon was zu sehen ist. Ne. Okay, dann laufen wir ein bisschen weiter drüber und werden da auch... Okay, da haben wir so ein Mistvieh. Dann machen wir Masse verzerren. Nochmal Masse verzerren. Implosion. Und Feuer-Ding-Sie. Und... Ja. Da ist der Stein. Okay. Der hat noch was für uns. Was? Das ist ja mal dumm. Der kann aber ja doch gar nicht laufen. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Der kann sich doch gar nicht bewegt haben. Der ist aber jetzt in einer Zone, wo wir den nicht sehen können. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ne, das ergibt keinen Sinn. Und wir können da ja jetzt auch nicht hin. Na, wir sind jetzt bei 11.15. Sobald wir da weitergehen, sind wir in dem nächsten Sektor bei 0. Und dann lädt das halt und der ist weg. Aber der kann sich ja auch nicht bewegen. Der kann nicht zu uns kommen. Ich weiß nicht, wieso der auf der anderen Seite ist. Der gehört zu meinem Sektor. Und das kann halt passieren, dass die Charaktere dann aus dem Sektor rauslaufen. Aber das ist ein Stein. Der kann ja schlecht da rausgelaufen sein. Also da wüsste ich jetzt nicht, wie wir an den Stein rankommen sollen. Also ich kann jetzt auch mal noch ausprobieren zu springen. Ich schreibe mir mal gerade mal auf. Stein ist bei C3 11.15 zu sehen. Aber nicht erreichbar. Also wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, den Sprung mache...
Dann springen wir dahin, aber wir sind ja genauso in der anderen Zone. Also, da habe ich jetzt keine Ahnung, wie man den nochmal erreichen soll. Da könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da eine Ahnung habt. Ich würde jetzt mal einfach schätzen, dass das kaputt ist. Vielleicht waren wir auch bei dem Stein schon und hatten den von der anderen Seite schon gelootet. Sodass der uns, dass der eigentlich gar nicht mehr existiert. So. Ja, ich würde vermuten, dass ich bei dem Stein dann... Ach, ich wollte auch noch Nahrung kaufen. Naja, das machen wir in der... Oh, das machen wir dann in der... in der Stadt, wo wir jetzt hinlaufen. Masse verzerren. Ja, das ist natürlich hier... Ein bisschen Mana intensiv. Da geht nichts. Die halten nicht viel aus. Ja, eigentlich wollte ich das ja anders machen. Eigentlich wollte ich da noch gucken. Also ein Stein fehlt noch. Aber ich vermute jetzt mal, dass das nicht der Stein ist, der uns noch fehlt. Ich werde gleich nochmal... Passkontrolle. Okay, geht rein. Ich werde gleich nochmal durch die Wüste latschen und gucken, ob wir da noch was anderes finden. So, jetzt gehen wir erstmal in die Soldatenschule. Ihr wollt trainieren? Ja, ja. Okay, ganz das... Gut. Ja, ganz gut. Ja, ganz gut. Wir können deutlich mehr trainieren, als ich dachte. Ja, ganz gut. Ja, ganz gut. Ja, ganz, ja. Damit ganz reicht gut. Das Geld natürlich jetzt nicht ganz mehr. Ganz gut. Okay. Naja, dann machen wir den Rest aber später. Hier in der Stadt gibt es leider keine Bank. Das heißt, da können wir jetzt das Geld nicht abholen. Sandstadt verlassen. So, ich gucke jetzt nochmal. Werde hier einmal durchjetten. Ob wir hier irgendwo diese Steine sehen. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt müssen wir aber... Ja. Das muss ja in einem Gebiet sein, was wir schon erkundet haben, also. Das ist der Verschwindestein. Okay, da ist er. 00. D200. Aber das ist doch genau die Stelle. Nee, ist nicht. 015. D3. Das andere war C3. Da ist der andere. Okay. Okay. Dann gehen wir wieder rüber. Das war jetzt der Verschwindestein. D2.
Das andere, ja, okay. Der Felsen verschwindet und hinterlässt. Okay, Langschwert, genau. Und das können wir beispielsweise dann für einen Barbar brauchen. Okay, damit sollten wir das durchhaben, sage ich mal. Und... dann laufen wir hier auch gerade nochmal zurück und holen uns Nahrung und nochmal Geld. Und den machen wir auch gerade noch kaputt. Einmal. Zweimal. Implosion. Ja. Dann Spruchpunkte mehr. Okay. Da können wir wahrscheinlich auch nochmal Erfahrung bekommen. Das nehmen wir auch direkt mal mit. Wer will reiben? Glückstag! Für meine Befreiung erfülle ich euch einen der folgenden drei Wünsche. Ja, wir nehmen die 500.000 Erfahrung. Da ist noch so ein Dingen. Dann holen wir uns das auch direkt noch. Masse verzerren, verzerren, nochmal verzerren. So. Glückstag. 2 Millionen Erfahrung. Ja, 2 Millionen. Zing. Okay, das ist ja schon viel. Die Sache ist die, dass diese, die meisten Skills, die wir, genau, da ist diese Necropolis-Stadt, die meisten Spells, die wir lernen können, also die wir schon gelernt haben, die haben halt einen fixen Schaden, die großen. Es gibt einige, die skalieren, aber, die Implosion und so weiter, die haben halt fixe Schadenswerte. So. Müsste ich mal gucken, ob es vielleicht irgendwas gibt, was auf Stufe 50 so hoch skaliert. Das ist das Falsche. Was so hoch skaliert ist, dass die anderen übersteigt. Passkontrolle. Okay, geht rein. So. Dann werden wir hier auch gerade mal schauen. Also da holen wir uns jetzt erstmal. Hallo, Abenteurer. Nahrung. 5 Tage. 5 Tage ist halt nix, ne? Viel Glück. Ogergießerei. Schaut euch hier nur um. Identifizieren. Obsidian Langschwert. 53 bis 59 und das kann auch der Barbar nehmen und das werden wir dann auch mit dem Barbar nehmen. Dann kriegt der die Waffe, die der Barbar hat, die bekommt dann der Paladin. Moment, da muss ich das hier mal gerade umschreiben. 9, okay. Und ansonsten haben wir ja jetzt auch, glaube ich, nichts bekommen, ne? Na, okay. Mhm. Bis bald. So, Gegenstände. Wir haben jetzt hier diesen schändlichen Skimitar ablegen. Wobei, der geht darum. Dann legen wir das an. Der legt den ab, den an. Und dann werden wir den auch direkt verkaufen. Schaut euch hier nur um. Verkaufen. Ja. Bis bald. Ja, wie viel bräuchten wir jetzt noch zum Trainieren? Das war schon noch eine ganze Menge. Hier ist euer Geld sicher. Abheben. Gold. Machen wir mal vorsichtig 200.000. So. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Und werden das aber direkt wieder damit verknüpfen, dass wir mehr erkunden. Und wahrscheinlich laufen geht dann wieder die Nahrung aus.
Weil der Weg ist halt schon lang und durch die Wüste. So, aber wir müssen die Wüste sowieso erkunden. Also von daher... Da haben wir einen Greif. Den werde ich jetzt mal... normal verhauen. Ja. Da lohnt sich das gar nicht. So. Schrein der großen Macht. Die Götter erkennen, wie wichtig eure Aufgabe ist und schenken euch 15 Stufen. Das ist halt temporär. Das bringt nicht wahnsinnig viel. Gleich nochmal hin. Hier hin. Jawohl. Glückstag! 500.000. Ja, machen wir auch wieder da. Oh, shit. Da habe ich mich... Da habe ich mich verklickt. Das wollte ich nicht. Ich wollte natürlich... die Erfahrung. Ja, die können irgendwie nicht viel. Mal gerade hier. Ja, 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 ja. Ja, ja, mach mal. So. Da ist das Dingen. Wir durchkämmen die Wüste. So, wer will reiben? 3, okay. Und wir nehmen natürlich die Erfahrung. So, haben wir auch das hier durch. Wo ist die Stadt? Im Süden. Passkontrolle. Okay. Okay, geht rein. Soldatenschule. Ihr wollt trainieren? Ja, 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 ganz gut. Okay, das reicht bei ihr aber jetzt noch nicht. Ja, ja, ganz gut. Ja, ja, ganz gut. Ja, 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 ganz gut. Okay, das... Nee, da geht's ja, ganz gut. Hab ich eben übersehen? Okay, auf jeden Fall, sind wir ganz gut dabei. Jetzt fehlt da eine Stufe oder so. Das ist aber in Ordnung. Okay, dann... werden wir jetzt erstmal wieder ins Eis gehen. Ach Moment, ich kann hier auch noch... Passkontrolle. Okay, vielleicht, geht rein. Hier ist bestimmt eine Taverne. Ich meine, da hätte ich eine gesehen. Weil die Nahrung... Das können wir wahrscheinlich dann direkt wieder auf 20 Tage hochsetzen. Wundergilde. Das nicht... Die Oase. So. Hallo, Abenteurer. Nahrung. Für 100 Gold 20 Tage. Danke. Ja, viel Glück. Weil sich da um die Nahrung Gedanken zu machen, das ist irgendwie unnötig. Wir könnten rein theoretisch auch Nahrung herstellen mit Zaubern. So. Also wir haben noch diese Minotaurus-Insel, sage ich mal. Da müssten wir noch hin. Oder der schlafende Baum. So. Ein Thron. Hallo, kleine Freunde. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ich bin Gurode, König der Völker.
Hallo, großer Freund. Wir hoffen, dass unsere Beziehung aufblühen wird. Als Repräsentanten des Drachenpharao bitten wir um deine Hilfe im Kampf gegen Alamar. Wir haben Macht und verlangen Tribut. Als Repräsentanten des Drachenpharao bitten wir um deine Hilfe. Was? Ach so, okay. Also das zweite will ich nehmen. Macht, ja, zwei. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Wie kann ich euch helfen? Kannst du uns irgendwelche Tipps geben? Hast du etwas, das uns unseren Fall helfen könnte? Unsere Unterlagen zeigen, dass du deine Steuer nicht gezahlt hast. Du schuldest, Moment, 50.000 Goldstücke. Zahlbar, sofort. Hast du etwas, das uns unserem Fall helfen könnte? Wir können euch nur diese zwei Energiescheiben geben. Wir brauchen sie nicht. Vielleicht könnt ihr sie gebrauchen. Oh. Cool. Mal jemanden, den wir nicht umhacken müssen. Auch mal schön. Der ist weg. Wahrscheinlich hätten wir die auch bekommen, wenn wir den umgehackt hätten. Okay. So, und hier müsste jetzt eigentlich auch bald der Turm kommen. Kraft. Ja, eigentlich ist das... Man, können wir machen, ne? Aber... ich glaube, da mussten wir noch einmal... Ne, da ist nichts. Und da ist der Turm und da ist aber auch noch mal ein Zelt. Mein Seher sagte mir, dass ich durch Einnahme eines Gifttrankes sterben werde. Ich fürchte, dass ich schon bald sterbe, da ich den Kelch des Schutzes nicht habe. Man sagt, dass dieser Kelch alle Könige, die daraus trinken, vor Gift schützt. Ich weiß, dass die Ritter des Nordturmes ihn haben, aber mir ist es noch nicht gelungen, ihn zu stehlen. Ich gebe euch den Schlüssel zum Turm. Wenn ihr mir den Kelch bringt, dann werde ich euch fürstlich belohnen. Aha. Und da ist bestimmt das Gift drin, dass er dann trinkt und womit er sich ins Jenseits befördert. Klingt auf jeden Fall nach einem hervorragenden Plan, den er da hat. Ihr findet die Höhle eines Riesen. Ja, machen wir mal kaputt. 1000. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch... Naja, da kommt jetzt der Käfer raus. Dann gehen wir auch in diesen Turm jetzt rein. Der große Nordturm. Wo habt ihr denn den Schlüssel her? Na, wenn's denn sein muss. Von dem Typen, der direkt vor diesem Turm steht. Ja, sein Zelt aufgeschlagen hat, ja. Ja. Naja, ich schätze mal, dass die Gegner jetzt hier auch wieder sehr einfach werden. Da haben wir wieder so einen Spiegel. Der Spiegel antwortet nicht. Na gut. Oh. Masse verzerren. Blutritter! Inferno. Wir machen... Naja, wir machen hier jetzt... Einmal Inferno. Bams. Aber da müssten wir mal gucken, was die so könnten, wenn die denn rankämen. Wir machen jetzt hier Masse verzerren. Da Inferno. Dann wäre jetzt nicht so wahnsinnig. Okay. Okay. Werbesuchen. Auf der Tafel steht zu Ehren der vokallosen Ritter. Okay. Das sind wahrscheinlich
die Ritter des Nie, oder? Nachdem die sich umbenannt hatten. Auf einem Zettel unter dem Kissen steht, im Leben muss man die Tiefs erfahren, um die Hochs schätzen zu können. Mhm. Wer will lesen? Boah. Das Buch ist leer, bis auf folgende Buchstaben. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. So sprechen die vokallosen Ritter. Eine Zeile darunter erwartet deine Antwort. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das passt aber gar nicht. Nie! Das Buch fällt zu, die Antwort muss falsch gewesen sein. Im Leben muss man die Tiefs erfahren, um die Hochs schätzen zu können. Erwartet deine Antwort. Was will denn das für eine Antwort haben? Das hier lacht am besten. Ja, also das passt auf jeden Fall nicht hin. Also so gar nicht. Auch wenn man da irgendwie was Komma weglassen würde oder sowas. Naja, keine Ahnung. Vielleicht finden wir nochmal Hinweise. Ein Schild gefunden. Da geht's hoch. Hier ist nichts. Nichts. Aha. Das Buch ist leer bis auf folgende Buchstaben. Wecke keine schlafenden Hunde. Ja, gut, aber... Oder Hund könnte auch sein. Keinen schlafenden... Wecke. Keinen. Nee, kein. Schlafenden. Hund. Weg. Kein. Schlafenden. Hund. Das ginge beides, ne? Naja, das sind ja sehr viele unterschiedliche Kombinationen, die allein mit diesem Dings möglich ist. Also, wecke keinen schlafenden Hundi. Ich weiß nicht, falls ich da überhaupt in die richtige Richtung bin, das da so einzugeben. Okay. Masseverzerrung. Nochmal. Inferno! Implosion! So langsam hat die aber keine Mana mehr. Der andere auch nicht. Mhm.
Ordentlich Zeug mit. Vielleicht haben wir irgendwas, was eindeutig ist. Das Buch ist leer, bis auf folgende Buchstaben. Leb zu was? Geld ist... Wurzel allen Übels ist das Wurzeln, die Wurzel allen Übels. Die Wurzel allen Übels ist aber das Erste. Lebe Liebe. Ich nehme mal an, dass das Dritte Geld oder Gold ist. Gold. Geld. Und das Z. Es kann ja eigentlich nur zu sein. Ah, Liebe zu Gold macht eigentlich als einziges Sinn in dem Fall. Liebe zu Gold ist die Wurzel allen... Und auch das passt nicht. Liebe zu... Ich gebe einfach mal das ein, was passt. Ist die Wurzel allen... Vielleicht finden wir noch mal irgendeins, was uns da auf die Lösung stößt. Das Buch ist leer, ja. Und Groß- und Kleinschreibung kann man, glaube ich, auch nicht richtig machen. Die Natur. Oder so. Die... Nee, Natur kann nicht sein. Das erste muss auf jeden Fall, ja. Die... NT? Bewegt die wenig... Was soll... Da weiß ich jetzt auch nicht, ob das mit der Groß- und Kleinschreibung da passt. Aber was ist denn bewegt? Die Not vieler aber brüggt die Not weniger. Die Not weniger. Ich habe irgendwie gerade keine Ahnung, was brüggt bedeuten soll. Die Not vieler. Okay. Müssen wir mal... okay, da ist die Mana alle.
Machen wir jetzt mal da nicht. Dann machen wir Implosion. Okay, da sind wir auch direkt rotiert worden. Jawohl. Inferno. Sein Knüppeldings. Oh, er hat sowieso nur noch 12 Mana, das wird eh nichts. Mach mal hier Implosion. Bams. Okay. Muss man noch? Aha. Plattenrüstung. Eine. Kettenpanzer. Ein Helm. Noch ein Helm. Da kann man auch nichts machen, oder? Ne. Hm. Können wir auch nur weitergehen. Wir können es einfach mal versuchen. Masse verzerren einmal geht. Und Inferno haben wir natürlich auch zur Hand. Und hier können wir jetzt diesen Frost irgendwas werfen. Also nicht Frost, sondern Kälte irgendwas. Kältestrahl. Es braucht auch zu viel. Machen wir einen Mondstrahl. Klingelingeling. Mhm. Inferno. Okay. Dann machen wir hier Masse. Das geht auch nicht. Dann machen wir nochmal Inferno. Ja. Ja, also die stärksten sind das auf jeden Fall nicht. Damit ist die Mana auch alle. Aber hier haben wir noch Inferno. So. Ja, okay. Das ist ja gut gegangen. Da sind aber noch ein paar mehr. Aber auch das sollte, glaube ich, kein Problem sein. Den einen haben wir nicht getroffen. Schaden machen sie. Der räumt die alle ab. Hat der so viel unterschiedlich an... ja, der ist bei 120 Genauigkeit. Okay, das macht schon einen merkbaren Unterschied. Okay, dann ist es wohl Zeit hier einmal zu schlafen. Jawohl. Wir sind früh am Morgen, das heißt, wir können jetzt hier ruhig einmal den Tageszauber machen. Wenn ich ihn finde. Tageszauber. Und Tagesschutz. So. Mhm. Kann natürlich sein, dass die jetzt auch schon alle tot sind, da gar nichts mehr ist. Aha. Okay. Dann gehen wir halt wieder raus. Okay. Mehr belesen. Das Buch ist leer bis auf folgende Buchstaben.
Geschenktem Gaul schaut man nicht ins Maul. Geschenktem Gaul schaut man nichts. Aber das passt natürlich auch nicht. Ah, okay, ich habe eine Idee. Eventuell sind das alles fehlende Sachen. Geschenktem Gaul schaut man nicht ins Au. Ja, okay. 500.000 Erfahrung. Okay, da werden wir auf jeden Fall wieder ordentlich, ordentlich trainieren können. Dann gehen wir die gerade unten auch wieder ab. Genau, das waren die beiden. Ja, da muss ich die Not vieler. Aber mit dem Weg dazwischen. Bewirkt oder sowas geht ja auch nicht. Braucht. Passt. Also. Die. Not. Die. Und dann erübrigt, ne, passt auch nicht. Überwiegt, hahaha. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man das eingibt. Überwiegt die Not wie nie. Okay, da muss ich mal gucken. Also die Not vieler. Und dann ein Ü. Können wir ein Ü geben? Über wie die Not wie nie. Ja. Yeah. Okay. Überwiegt die Not weniger. Ja, okay. Aber keine Ahnung, sagt mir gar nichts. Die Not vieler über Not, überwiegt die Not weniger. Naja. Liebe zu Gold ist die O-A-E-Ü-E. Nö. Nochmal. Liebe zu. Das könnte jetzt auch Geld. Machen wir mal Geld stattdessen. Ist die Wurzel allen Übel. Okay. Nochmal 500.000. Okay, und die waren, glaube ich, auch recht einfach. Wer zu le... Moment. Wer zu let's... Ja, lacht. Lacht am besten. Mhm. Wecke keine schlafenden Hunde. Oder ja, das ist jetzt auch so eine Sache. Weck. Machen wir mal Wecke. Kein. Könnte kein Nee sein. Ja, das ist jetzt scheiße. Also da kann alles Mögliche sein. Ich schreibe mal auf, was ich ausprobiere. Also wir fangen an mit Wecke. Keine. Schlafenden
Schlafenden Hunde. Also Plural machen wir. Und mit Wecke, das alt klingt. Wir könnten auch Weck klicken, aber ich denke mal, Wecke wird es schon sein. Wecke keine schlafenden Hunde. Ja, okay. Das heißt, die hätten wir jetzt alle. Aber hier ist auf der Seite bestimmt auch noch einer. Das Buch ist leer, bla bla bla. Wenn Wünsche Pferde wären, wären Bettler... Was? Ritten? Würden Bettler reiten. Kenne ich auch nicht, aber wenn Wünsche Pferde wären, würden Bettler würden Bettler reiten. Na gut. Ja, dann machen wir auch das wieder auf. Da ist auch noch. Das hatten wir schon. Da kann man durch, gehen wir gleich. Ja. Ein Narr und sein Geld sind bald getrennt. Okay. Ein Narr und ein... Sagen wir mal Geld, ja? Sind bald getrennt. Ja. Okay, meinetwegen. So, da können wir einreißen. Sind wir jetzt hier schon ganz oben? Ne. Da geht's nochmal nach oben. Mhm. Masse verzerren. Und da sind jetzt wieder ein paar hinter. Machen wir hier den... Mondstrahl nochmal. Mondstrahl! Okay. Und hier machen wir Inferno. Bams. So. Machen wir hier einmal wieder Masse verzerren. Inferno. Und das hier scheint ein Oberhoshi zu sein. Nicht getroffen. Ist ein böser Ritter! Ach, shit, das war jetzt Mondstrahl. Das war nicht Masse verzerren. Masse verzerren. Okay. Implosion! Mhm. Auch wieder ordentlich Zeugs gefunden. Aha! Thron der Emotionen. Wer will sitzen? Der Ork. Du bist deprimiert. Thron der Emotionen. Du bist verwirrt. Du bist unwürdig. Was? Okay. Der Euphorie. Du bist irre. Dein Herz ist gebrochen. Ah, du bist euphorisch. 2 Stufen dauerhaft plus 5 auf alle Attribute. Okay.
Kann das jetzt jeder machen, indem er einfach sein Herz ist gebrochen? Das hat übrigens alles geheilt, ne? Also, ich probiere das gerade mal aus. So. Okay. Ups. So. Ja, da haben wir ordentlich was bekommen durch den Turm hier. Unter dem Kissen findet ihr einen Zettel. Notizen zum Unterricht 1. Ach, das sind auch noch die Lösungen. Das ist ja ein bisschen sehr primitiv. Und Energiescheibe haben wir auch noch. Das ist ja schon fast ein bisschen albern. Da ist der Kelch des Lebens oder so. Was sucht ihr, Kelch? Habt ihr nichts von dem vokallosen Ritteln gelernt hinvor? Ach so. Kelch? Nein, deshalb seid ihr nicht hier. Lernt noch etwas. Was sucht ihr? Vokal. Pückel. Lippen. Okay, vielleicht finden wir die Lösung auch hier. Ja, ja. Waren das aber 7? Das passt doch nicht, oder? Der Turm der Dummen, der Ork, bitte. Hat ihm aber jetzt nicht geschadet, oder? Jetzt ist er verwirrt. Verwirrt. Das brauchen wir dann nicht. Was sucht ihr? Hirn. Nein! Deshalb seid ihr nicht hier. Lernt noch etwas. Aber. Guck mal, was in der Quest steht. Kelch des Schutzes. Dann sagen wir mal, wir suchen den Kelch des Schützes. So. Den Kelch des Schützes. Doch, deshalb bin ich hier. Kelch des Schützes. Dann jetzt invertiert. Kelch des UE. Oder habe ich mich da jetzt irgendwo vertan? Also Kelch ist ein E. Des, nochmal ein E. Schutz. S.
Dafür bin ich hier. Ich suche Vokale. Ich probiere nochmal aus. Kirsch. Des. Schützes. Habe ich mich auch nicht vertippt. Findet den Kelch des Schutzes. Schutz. Schutzes. Habe ich aber so eingegeben. Vielleicht Schutz. Schutz. Vielleicht einfach nur U. Schutz. Dann weiß ich nicht. Jetzt kommen wir hier mit hoch. Genau. Und dann werden wir hier einmal... wir fliegen ja sowieso schon. Da sind diese dämlichen Köpfe wieder. Okay. Verzerren. Das will da nicht. Okay. Ja, den einen hat's getroffen. Ich meine, die gehen schon in Eile. Ja. Wir hatten hier dieses andere Schloss. Oh, okay, das ist aber ein Einzelner. Masse Verzerre. Ne, das sind zwei. Na, okay, das ist aber jetzt auch nicht so dramatisch. Stirb! Stirb! Okay, aber dann müssen wir... Ah, mache ich nochmal grad. Ich meine, ich könnte theoretisch rasten und dann wiederbeleben. Aber... Na doch, ich würde mal ganz... gerne gucken, ob wir theoretisch in dieses andere Schloss kämen. Ich sollte mich wahrscheinlich direkt zu dem hinporten. Naja, okay. Okay, das ist natürlich jetzt nicht mehr. Dadurch, dass der halt immer alle trifft, verenden die halt irgendwann. Rastpause. Ist wieder einer. Ich meine, wenn wir den zweimal vernünftig treffen, hier mit der Implosion, ist auch schon vorbei. Luftzone. Okay, da werden wir jetzt aber nicht durchkämpfen. Ich will eigentlich nur... Jetzt können wir da aber auch nicht... jetzt müssten wir die platt machen. Das wird natürlich nichts werden. Inferno. Leider nur einen getroffen.
Ja, da müssten wir vorher einmal rasten quasi. Und dann aus Entfernung mehr machen. Die gehen schon. Das ging erstaunlich gut, muss ich sagen. Schloss Giftzahn. Okay, wir sind in Schloss Giftzahn angekommen. Dann rasten wir jetzt hier. Und ja, dann soll es das auch hier jetzt erstmal gewesen sein. Also den Kelch müssten wir uns noch holen. Vielleicht, wenn wir unten in das Zelt gehen, von dem, wo wir den Auftrag haben, bekommen wir nochmal einen Hinweis. Aber müssen wir mal schauen. Also vielleicht habt ihr auch noch einen Hinweis für mich. Dann kann ich das auch gerne ausprobieren, wenn ihr da eine Idee habt. Ja, wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal dann erstmal hier Schloss Giftzahn mal probieren, schauen. Kommt halt drauf an, was da jetzt für Gegner sind, aber so gut wie wir da oben jetzt auch klargekommen sind, also mit dem Buff wird das sicherlich kein Problem sein. Müssen wir mal schauen. Also der Plan wäre jetzt auf jeden Fall beim nächsten Mal hier Schloss Giftzahn zu erledigen. Ich hoffe, das mit dem Rumgepuzzle war jetzt nicht zu langweilig. Wahrscheinlich gibt es das eine oder andere, wo ihr denkt, wäre ich ja gleich drauf gekommen. Das ist natürlich immer so eine Sache. Vor allen Dingen, wenn man die Teile, teilweise die Sprüche auch gar nicht kennt. Oder die, wie nennt man das? Sind das keine Sprichwörter? Naja, wisst, was ich meine. Also, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Immer montags, mittwochs und freitags. Also, bis dann. Bye, bye.